Ich hab das gehabt. Yes. Kann man es erkennen? Ja. Auf den selbstgebauten Biggie Casher, meine lieben Freunde. Geil. Ich dachte ein Zander gerade eben, aber kann auch gewesen sein. Jetzt vielleicht noch ein Hecht hinterher gegangen. Schön auf dem Biggie Small in Bronze, Ghost Red. Mega geile Farbe. Zwei Bisse jetzt schon gebracht in kürzester Zeit. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Da ist der erste auf dem Biggie Small. Der Gute ist noch zu klein, darf jetzt wieder rein. Und ja, heute wollen wir mal ein bisschen mit den Biggies in Action gehen. Wir wollen mal wieder ein bisschen den Grund abfischen in unseren Gewässern. Schöner kleiner Räuber, der den Biggie Small nicht widerstehen konnte. Richtig nice. Ja, da ist der erste Fisch direkt eingestiegen. Einen Kontakt hatte ich, da bin ich mir fast sicher, dass es ein Zander war, weil das Tocken da war und es waren auch nur zwei Zahnabdrücke hinten in der Schwanzschaufel von Biggie Small. Und ja, ich will euch heute die Biggie Baits mal wieder ein bisschen ans Herz legen. Ich war auch selber schon lange nicht mehr mit den Biggie Baits unterwegs und ja, habe jetzt meine ersten, sagen wir, 20 Würfe gemacht, zwei Kontakte gehabt, einen schönen kleinen Hecht habe ich mit dem Biggie Small in Bronze und Ghost Red überlisten können. Das freut mich schon mal sehr. Wenn ihr die Biggie Smalls noch nicht kennt, guckt gerne mal auf der Biggie Bait Seite vorbei. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten. Den Trout, den Slim, den Small und den Long. Und mit allen habe ich schon sehr gut Raubfische gefangen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir machen jetzt weiter Action. Erstmal weiter mit dem Biggie Small. Macht auf jeden Fall schon mal richtig Spaß. Ja, was ein schöner Biss gerade auch, Freunde. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gesehen hat. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich habe auf jeden Fall den Köder rangejiggt mit einer Kurbelumdrehung ganz flach auf dem Grund. Aber als ich kurz vorm Rausheben war, habe ich ihn noch ein bisschen stehen lassen an der Oberfläche und auf einmal sehe ich den Kleinen hochkommen und klatsch. Richtig nice. Also ich bin jetzt schon wieder zufrieden. Hat schon wieder mega Spaß gemacht. Ich mache natürlich jetzt noch weiter. Wir sind ja gerade erst angefangen. Und mal gucken, ob wir noch einen kriegen.
Ich dachte, das wäre ein Hänger, aber es war ein Biss. Ja, auf jeden Fall. Ist komplett zerdeppert schon. Versuchen wir mal Neongelb Möhre. Banane Möhre. Banane Möhre hat beim Forellenangeln auf jeden Fall immer sehr gut geliefert. Vielleicht tut das ja hier beim Raubfischangeln auch. Ja, meine Lieben, den einen oder anderen Kontakt haben wir gehabt. Ich bin mir sicher, dass da auch ein Zander dazwischen war. Einen ganz kleinen Hecht haben wir gekriegt. Der Biggie Smalls in Bronx, der Ghost Red, hat schon mal geliefert. In Banane Möhre werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ich will mich jetzt erstmal an eine Stelle mit ein bisschen Sonne begeben und mal gucken, was wir da noch so ziehen können. Noch ein kleiner Hecht. Konnte dem Biggie Smalls nicht widerstehen. Gerade hatte ich noch einen Zander hier vorne, aber der hat sich verabschiedet, so ein 55er ungefähr. Aber ein schöner Hecht, ich freue mich. Kleiner. Ja, wieder ein süßer kleiner Esox. Gerade den Zander verloren, schade. Jetzt nochmal hier vorne am Rand durch die Oberfläche gezogen. Ja, der kleine Esox konnte nicht widerstehen. Wieder auf Bronze Ghost Red. Göttlich. Macht auf jeden Fall Spaß, Freunde. Und ich habe schon unzählige Bisse heute gehabt. Aber der Gute darf auch wieder zurück. Oh, schöne Farbe, ne? Ah, yes. Wieder nicht der Zander. Ist Hecht. Ja, ist Hecht. Oh, nervig, ey. Und schön natürlich, und schön. Und wieder so eine Größe. Ganz schön gierig heute, die kleinen Hechte. Geil. Ja, der Biggie Small liefert heute wie Sau, war, Freunde. Kannst dich mal selbst inhaken. Dann helfen wir den Kleinen mal. Der wurde auch schon gut attackiert, zeige ich euch gleich. Krass. Biggie Small, Bronze, Ghost Red liefert wie Sau heute, wa? Gut. Ja, der nächste Esox, der dem Biggie Small nicht widerstehen konnte. Macht auf jeden Fall Heidenspaß. Leider kein Küchenfisch dabei, aber ja, schöne Fische auf jeden Fall. Die Biggies liefern mal wieder, göttlich, Hammer. Und da liegt der Köder noch unter Wasser. Da geht der Hecht wieder zurück ins Wasser. Auch geile Färbung, Zeichnung der Hecht. Ja, meine Lieben, drei Hechte in kürzester Zeit, wieder auf die Biggies. Hat auf jeden Fall mal wieder mega Spaß gemacht. Jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, warum ich gleich wieder los muss. Wir könnten ja noch weiter fischen und würden bestimmt auch noch weitere Fische kriegen. Der Zander war heute leider nicht dabei, aber das ist schon wieder das richtige Thema. Und zwar wurde in den Kommentaren gefragt, ob wir mal mit Köderfischen auf Aal und Zander gleichermaßen angeln können. Und das haben wir heute vor, meine lieben Freunde. Darauf muss ich mich noch vorbereiten, muss noch ein paar Köderfische und sowas besorgen, frische Köderfische. Und ja, dann möchte ich genau an diesem Platz mit Köderfischen angeln, meine lieben Freunde. Freue dich auf das nächste Video. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile gerade an der Homepage wieder am Basteln, überarbeite die Produkte wieder ein bisschen.
habe jetzt neue Trout-Mixe und neue Slim-Mixe gemacht in mega krassen Farben. Alle Farben fluoreszieren mit Effekten drinne, mit Ghost-Effekten drinne, mit Glitter drinne, mit UV-Glitter drinne. Alles, was das Anglerherz begehrt und vor allen Dingen das Fischherz begehrt. Schaut mal vorbei, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, jetzt geht es wieder so ein bisschen los. Ich möchte wieder meine Köder ein bisschen bewerben und die Homepage ein bisschen aufwerten. Ich hoffe, ihr helft mir dabei. Schaut vorbei auf biggiebaits.de. Ich hoffe, euch hat das kleine Kurzvideo gefallen. Ich mache jetzt noch ein paar Würfe und dann sehen wir uns heute Abend zum Köderfischangeln an der Pose. Ja, ja, ja,